Auf geht's zu Runde 3. Herzlich willkommen Leute zu Let's Play Mass Effect 3. Natürlich, nach Mass Effect 1 und 2 kommt nun auch der dritte Teil. War ja klar, ich werde diese Trilogie mit euch zu Ende spielen. Und ich freue mich sehr drauf, denn das ist ein bisschen besonders im Vergleich zum ersten und zweiten Teil zu den Let's Plays da. Hier habe ich noch nicht alle DLCs gespielt. Also es gibt noch ein DLC, das habe ich bisher noch nicht gespielt. Das kam erst nach meiner aktiven Mass Effect Zeit sozusagen raus und da habe ich mir dann gesagt, wenn du das mal wieder spielst, dann Let's Playst du es auch gleich. Und ja, so ist es jetzt auch letztendlich gekommen. Und bis dahin habe ich mir das jetzt aufgehoben, auch wenn das Citadel DLC, das ich halt noch nicht gespielt habe, schon vor einer ganzen Weile rausgekommen ist. Ich habe es noch nicht gespielt und dann kann ich mich da auch ein bisschen überraschen lassen. Ja, manches ist ein bisschen anders hier. Wir haben gerade schon unten gesehen, Origin gehört leider mit dazu zum dritten Teil. Da kommt man nicht drum rum, das mit zu installieren. Und Mass Effect 3 hat ja einen gewissen Shitstorm über sich ergehen lassen müssen, weil das Ende vielen überhaupt nicht gefallen hat und vielen absolut zu kurz ausgefallen ist und zu unepisch. Und da hat BioWare dann nachgelegt und hat nochmal verschiedene Videos, je nachdem wie man am Ende dann abschließt, da herausgebracht, die das Ganze ein bisschen erweitern. Viele sind trotzdem überhaupt nicht gnädig gestimmt mit Mass Effect 3 und mögen es überhaupt nicht. Ich muss sagen, mir gefällt es. Also gut, das Ende, da kann man drüber denken, was man will. Ich find's okay. Ich werde auch noch im Laufe des Spiels sagen, warum ich das okay finde, was viele daran stört. Aber ansonsten ist das Spiel großartig, weil es viele Handlungsstränge einfach abschließt und zu einem Höhepunkt bringt und man so viele Entscheidungen trifft. Und ich hatte es wirklich in dem Spiel, hatte ich es auch mal, dass ich Blut und Wasser geschwitzt habe an einer Stelle, weil ich dachte, Mist, jetzt hast du alles komplett versaut. Das werde ich an der Stelle dann aber mal erwähnen. Das ist in dem Konflikt Geth gegen Quarianer. Ich glaube, ich habe es im zweiten Teil schon mal mit irgendwo erwähnt, dass mir das passiert ist. Aber zum Glück ist da alles gut ausgegangen. Ich muss sagen, ich habe es auch seltsamerweise geschafft, das beste Ende quasi für Mass Effect direkt zu spielen, beim allerersten Versuch, ohne zu wissen, ob das jetzt so gemacht werden muss oder nicht. Und das beste Ende insofern, weil Shepard überlebt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich schon zu viel spoiler. Na gut, egal. Jedenfalls, was auch neu ist, es gibt einen Multiplayer-Modus. Und den Multiplayer-Modus werde ich euch jetzt nicht zeigen. Ich glaube, man spielt hauptsächlich miteinander und nicht gegeneinander. Halt gegen den Monster-Wellen, die dann ankommen. Bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr so sicher. Ist schon ganz lange her, dass ich das mal gespielt habe. Aber je mehr man Multiplayer spielt und je mehr Erfolge man dort erreicht, desto mehr Auswirkungen hat das auf das Hauptspiel, auf das Einzelspielerspiel. Und zwar insofern, dass diese Bereitschaftsprozente steigen. Was es damit auf sich hat, werde ich euch noch im Spiel erklären, beziehungsweise das wird sich dann von alleine erklären im Laufe der Story. So, was die DLCs nochmal angeht, letztes Wort jetzt, bevor wir loslegen. Bei den DLCs ist es so, dass ich alle Story-DLCs habe. Was ich nicht habe, sind DLCs zu Waffen, zusätzlichen Rüstungen und auch zusätzlichen Multiplayer-Maps. Mir geht es wirklich nur um die Story, deswegen habe ich mir damals auch bloß die geholt. Genau, das ist eigentlich alles, was jetzt so notwendig wäre zu sagen. Wir legen mal los, importieren natürlich unseren Mass Effect 2 Charakter Jack Shepard, genau diesen hier. Und, oh, jetzt sieht man ja, wenn ich das letzte Mal gespielt habe, so ein Ärger. Daran seht ihr auch, ich habe unglaublich im Voraus gespielt bei Mass Effect 2, denn ich glaube, gestern wird ja dann wohl die letzte Mass Effect Folge rausgekommen sein, wenn heute dann die erste Mass Effect 3 Folge kommt. Dann werdet ihr sehen, es wird schon ein Stück nach diesem Datum sein. Ja, ich war halt einfach so im Flow, sag ich mal, ne? Für mich ist jetzt auch die Aufnahme hier relativ bald nach diesem Datum. Von daher, zumindest die erste Aufnahme will ich jetzt schon mal direkt im Anschluss machen, um schon mal reinzukommen. Aber ich werde dann, glaube ich, auch mal ein bisschen pausieren, damit ich wieder ein bisschen näher an den Ausgabeterminen dran bin mit meinen Aufnahmen. Aber ich hatte jetzt einfach Zeit und hatte Lust und deswegen habe ich unglaublich viel im Voraus aufgenommen. So, hier haben wir auch nochmal stehen, was wir so an Entscheidungen getroffen haben. Das sind natürlich nur die hauptsächlichen Entscheidungen. Kollektorenbasis zerstört, wie viele Crewmitglieder überlebt haben, mit wem man eine Romanze hatte. In Mass Effect 1 hatten wir ja keine, weil wir Ashley verknatzt haben, was weiß ich. Shepard hatte eine Romanze mit Tali im zweiten Teil. Ashley Williams haben wir gerettet, Rat gerettet, Mail und Starten haben wir bewahrt. Wir werden noch sehen, warum das noch von Interesse ist. Und wir haben Rex am Leben gehalten. Auch das wird wichtig. Es wird,
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Kommen wir später einfach mal dazu, wenn das dann wichtig wird, würde ich sagen. So, wir importieren mal. Und damit geht es los. Importiertes Gesicht annehmen, würde ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob das hier so ist wie im zweiten Teil, dass wenn ich jetzt auf individuelles Aussehen gehe, dass dann komplett die Vorlage hier weg ist. Ich weiß es nicht. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Ich finde Shepard so okay, wie er aussieht. Das ist für mich übrigens auch der Shepard. Weil ich schon im ersten Teil einen ganz ähnlich aussehenden Shepard hatte, ist das für mich das Gesicht, was zu Shepard gehört, einfach. Weiß auch nicht. So, gut. Also wir nehmen das. Normalerweise sieht er ja so aus. Den Falken finde ich überhaupt nicht hübsch. Der sieht aus wie ein laufender Penis irgendwie. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Den mag ich mehr. Der hat irgendwie auch mehr Charakter und mehr Nase vor allem. So ein bisschen. Gut, legen wir los. Und ich habe es ja schon mal angekündigt. Wir werden in jeder Runde einen neuen Baum hier nehmen. Eine neue Richtung. Wie heißt es denn? Ich komme gerade gar nicht drauf. Klasse. Natürlich, eine Klasse. So, wir hatten ja im ersten Teil den Soldaten, der rein auf Waffen und Kampf spezialisiert ist. Im zweiten Teil hatten wir den Experten, den Biotik-Spezialisten. Und jetzt im dritten Teil möchte ich eine Mischung aus genau diesen beiden nehmen, nämlich den Frontkämpfer. Frontkämpfer werden wegen ihres risikoreichen und meist recht erfolgreichen Kampfstils gefürchtet. Sie nähern sich dem Feind sehr schnell und vernichten ihn dann aus kurzer Distanz mit Waffen und biotischen Fähigkeiten. Sie sind mit L5N-Implantaten ausgestattet, wodurch sie einen biotischen Sturmangriff ausführen können, der den Gegner mit großer Gewalt trifft und den Frontkämpfer direkt in Nahkampfreichweite bringt. Frontkämpferkräfte, Brandmunition, Kühlmunition, biotischer Sturmangriff, der wird mir wichtig, Nova, Schockwelle und Ziehen. Genau das. Und mit dem ist es auch so, mit dem Frontkämpfer, man kann wirklich... Wie sage ich das? Also man hat die meisten Gegner, kann man gut wegstecken. Es gibt eine Gegnerklasse, die hat mir echt das Fürchten gelehrt, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe als Frontkämpfer. Das liegt einfach daran, dass die einen instant töten können, wenn man denen zu nahe kommt. Was als Frontkämpfer ein bisschen blöd ist, weil man halt auch immer rangeht an die Gegner. Und vor denen habe ich echt Schiss gehabt. Also die waren echt übel. Das werden wir aber dann noch sehen, wenn die irgendwann mal kommen. So. Ihre Errungenschaften geben Ihnen Zugriff auf folgende Bonuskräfte. Wählen Sie eine: Blutbadschütze, Annäherungsmine, Täuschköpfe, Abwehrdrohne, Energieentzug, Infernogranate, Stase, Warp-Munition, Verteidigungsmatrix, Verstärkung, panzerbrechende Munition, Schmettern und dunkler Kanal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was der dunkle Kanal ist. Plagt einen Gegner mit einem anhaltenden biotischen Feld, das Schaden verursacht. Aha. Nee, ich glaube, ich nehme das Blutbad. Ich mag das Blutbad, das ist cool. Das gefällt mir. Effektiv gegen Panzerung ist mir auch wichtig dabei. Genau, nehmen wir das mal. Wir sind Jack Shepard, Raumfahrer, einziger Überlebender, Frontkämpfer und haben uns das Blutbad als Spezialisierung geschnappt. Na dann, los geht's. Electronic Arts präsentiert. Eine BioWare-Produktion. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen.
Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Admiral. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen runder. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Wenn Sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Als Sie das Batayana-Portal gesprengt haben, starben hunderttausende Batayana. Sonst wären die Reaper durch unsere Hintertür marschiert. Ich weiß das, Shepard. Und das Komitee auch. Andernfalls hätte man Ihnen den Prozess gemacht und Sie in einer Zelle verrotten lassen. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein Das Politiker. Sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Ashley? Lieutenant Commander, wie lief's da drinnen? Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Lieutenant Commander? Wussten Sie es noch nicht? Nein, ich bin momentan nicht besonders gut informiert. Das tut mir leid, Sir. Es war nicht meine Absicht. Irgendwie sieht Ashley ein bisschen komisch aus, ne? Also ich finde, die haben sie seltsam verunstaltet. Im ersten Teil gefällt sie mir vom Aussehen her noch am besten, muss ich sagen. Sie hatten sicher ihre Gründe. Ja, vermutlich. Trotzdem, schön Sie zu sehen. Admiral? Gehen wir. Sie kennen den Commander? Von früher. Könnte man so sagen. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir.
Gibt's irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy. Sind Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Sie sind gewaltig! Los jetzt, Shepard. Ashley ist unterwegs zur Normandy. Sie nehmen uns auf, wenn wir es bis zum Raumhafen schaffen. Gehen wir. Es muss immer mit einem Ende beginnen. Und diesmal scheint es wohl das Ende der Erde zu sein. Die Reaper sind da und ja, der Rat der Allianz wurde gerade einfach mal platt gemacht. Das hat Anderson jetzt auch überhaupt nicht gejuckt, habe ich das Bewegung. Gefühl. Aber gut, naja, dann ist das halt so. Achtung! Wie hält man etwas derart Mächtiges auf? Und ich finde es echt richtig episch, richtig krass, wie man hier zuschauen kann, wie die Reaper alles niedermachen. Wenn man sich überlegt, in diesen Häusern sind halt auch Massen von Menschen, ne? Also wenn man sich das dann auch wirklich vor Augen hält, dass da normalerweise ein Haufen Leute drin wohnen, die jetzt alle hier ausgelöscht werden ohne Ende, das ist schon übel. Wenn man dann einfach mal so dasteht, die Aussicht genießt und bedenkt, da sterben gerade Tausende von Leuten durch diese Dinger. Na gut, wollen wir uns mal auf den Weg machen. Wir sollten so schnell wie möglich zur Normandy kommen. Springen Sie aus vollem Lauf. Es ist weiter, als es aussieht. Ja, ja. Ach, so weit ist es nur auch nicht. Also, es hätte ja sogar ich noch geschafft. Los jetzt, gehen wir. Mhm. So, wir sollten uns mal beeilen, bevor die Normandy... Huch, geht's noch? Bevor die Normandy Geschichte ist. Denn solange die am Boden ist... Kommen Sie, wir müssen hier entlang. ...wird's ein bisschen schwierig, da irgendwas zu verteidigen. So, aber wir werden jetzt schon mal direkt eingeführt in den Kampf hiermit. Also es wird jetzt... Empfangen Sie mich? Shepard hört auch mit. Hör doch mal auf zu quatschen, Mensch. Also es wird auch so ein bisschen unser Tutorial jetzt hier, denn... Achso, von da kommen sie. So, ich muss mal gleich meine Fähigkeiten hier ausprobieren. Nee, nee, ich will bloß gerade mal auschecken, was ich hier so an Fähigkeiten habe gerade. Schalten Sie sie auf. Aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich dachte. Los doch, wir haben es eilig. Ups, ich glaube, das war das Blutbad. So, gehen wir halt mal. Ich muss mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt schon haben an Fähigkeiten. Vielleicht kann ich auch einfach mal so machen. Gut, das ist das Blutbad auf der 4. Das ist schon der Sturmangriff. Ach, der hat nicht funktioniert, weil die da oben waren. Weil ich da nicht hinkomme normalerweise. Deshalb. Ach so. Alles klar. Aber jetzt! Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Da können wir hin. Und. Achso, wir haben momentan noch gar nicht den normalen Nahkampfangriff. Aber ihr seht schon, der Sturmangriff ist richtig geil. So, einen Weg nach vorne finden. Wir haben keine Munition mehr. Das ist nicht so gut. Aber ich nehme an. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Gibt's hier denn zufälligerweise welche? Ja, zumindest ein Medikit, das ist ja schon mal was. Aber ein bisschen Muni wäre nicht schlecht. Na gut, wer weiß. Machen wir einfach mal hier auf. Vorsicht! Oh, hi!
Was? Schlecht. Okay, ich kann ihn nicht jetzt. Wir müssen natürlich auch treffen. Okay, jetzt ist er weg. Das lief nicht so gut. Aber... Ah, jetzt macht er die Tür auf, okay. Hier entlang. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass man die Taste halten muss für den verstärkten Angriff. Siehst du mal. Gut, dass ich das Tutorial noch da gelassen habe. Es ist okay. Alle sterben! Das ist richtig, das ist richtig. Komm her, ich bring dich an einen sicheren Ort. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepard! Hierher! Der kleine Junge ganz vom Anfang. Ach, hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Was hast du erwartet? Jede Minute, die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Es ist schwer genug, Krieg zu führen, aber viel schlimmer ist die Erkenntnis, dass man versuchen kann, was man will. Man wird niemals alle retten. Völlig richtig. Der Angriff kam so plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass sie kommen. Und trotzdem haben sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie sind ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Inoffizieller Spekter. Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Das wäre ein unrühmliches Ende geworden. Schnappen Sie sich Munition. Oh ja, sehr gut. Nachladen und immer in Bewegung bleiben. Ja, ja. Bin schon dabei. Na gut, weiter geht's. Und die Reaper sind leider nicht weg. Die sind natürlich immer noch da. Oh Gott. Lieutenant Commander Williams, der Raumhaft ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Oh shit. Normandy geschafft. Liegen unter schwerem Beschuss. Oh Gott. Sie werden das Schlachtschiff abschießen. Ausweichmanöver. Lieutenant Commander, Ashley. Verdammt. Dieses Brummen von den Lasern ist so unglaublich krass. Das haben sie ja auch in den Soundtrack mit eingebaut. Klingt einfach cool, finde ich. Wow. Was war das denn? Haben sie... Normandy, wir nehmen einen anderen Weg. Hören Sie mich! Normandy, bitte kommen! Verbündete! Haben Sie den Masseneffektkern von einem Schiff gesprengt, oder was war das gerade? Sind Sie beide in Ordnung? Runter! Die sehen Sie! Na, was sind das denn für welche? Die sehen ja sympathisch aus. Habe ich eigentlich noch andere Waffen? Nee, okay. Man muss ja mal gucken. So, da gehe ich jetzt vielleicht mal nicht mit dem Sturmangriff rein, weil die doch etwas exponiert stehen, sage ich mal. Ne? Also da drüben muss ich ja dann doch nicht gerade reinspringen. Ja, ja, Moment. Was ist hier geschehen? Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein, im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelst nur so von diesen Dingern. Bleiben Sie hier, mein Sohn. Wir holen Sie hier raus. Dann los, nichts wie hin zu dem Shuttle.